Die Zukunft liegt im Social Media Marketing. So, vor allem okay. Die Mädels, die den ganzen Tag am Handy hängen. Das vergleicht dich mit niemandem, sei geduldig. Und das Dritte, sei stark genug, um nach Hilfe zu fragen. Ihre Möglichkeiten sind so lokal gesehen klein, aber ihre Gedanken und die Möglichkeiten sind schon riesig groß. Ne? Geh mit deinem ganzen Herzen rein, aber gleichzeitig vergiss. Zurück zu meinem YouTube-Channel. Mein Name ist Henriette Campbell. Für diejenigen, die zum allerersten Mal einschalten, für diejenigen, die wieder dabei sind, willkommen zurück. Ich habe hier mein Boss-Bib Nummer 3 sitzen, und zwar die liebe Selma. Hi. Vielleicht willst du dich ganz kurz selbst vorstellen. Ich bin Selma Lepdiri, Unternehmerin hier aus Mannheim, lebe momentan zwischen Algerien und Mannheim und arbeite beratend für Marketing. Ja. That's it. Okay. Ich würde gerne bei dir ganz am Anfang anfangen. Wir haben uns ja kennengelernt im Oktober. Richtig? Das ist Oktober? Ich glaube schon. Im Oktober. Das war genau, als ich zurückgekommen bin aus Istanbul. Ja, stimmt, genau. Du warst ja eigentlich Studentin oder bist keine Studentin mehr, richtig? Nee, Dropout. Dropout? Okay. Ich sollte nachher noch fragen, ob du weitergemacht hast, aber hast du schon beantwortet. Du warst ja Studentin. Wie bist du zum ganzen Tech gekommen? Zum Filmen, zum Fotografieren, zum Schneiden? Wie bist du dazu gekommen? Also eigentlich kann man sagen, ich hatte meine allererste Kamera, ich glaube ich war 7. Okay. Also ich wollte unbedingt fotografieren. Ich so, Papa, ich will unbedingt fotografieren, bla bla bla. Also was siehst du damit? Ich so, ja, ich will eine Kamera. Mhm. Ja. Dann habe ich Zerid, Basic, Weihrauch und so. Geschenke. Dann gemerkt, so, du kannst Sachen so kreieren damit, weißt du, du kannst so deine eigene Perspektive, bestimmte Momente fotografieren. Später habe ich dann auch, als wir dann so unseren ersten Home-Recorder hatten im Urlaub, ich habe Back in the days, ich war 12, also das war, keine Ahnung, 2005, 2006, da gab es, glaube ich, den Begriff Vloggen noch gar nicht, aber damals habe ich schon gevloggt, wirklich. Wir waren im Urlaub und ich weiß noch, mit meinen Freunden, die haben auch einfach gefilmt, jeder hat so, weißt du, Home-Videos gemacht und ich so, wir sind hier, wir waren da, wir waren so, oh, weißt du, wirst du dich nicht schämen, wenn alle sich das dann später angucken? Und ich so, hey, nein. Aber das war schon so confident damals. Ja, es ist mir gar nicht bewusst, das ist irgendwie, keine Ahnung, es war einfach so ganz, es kam natürlich. Und Leidenschaft ist für immer geblieben, also auch. Ich filme jeden Tag mindestens eine halbe Stunde irgendwas. Ernsthaft? Jeden Tag. Okay, ganz kurze Frage dazu, weil ich filme ja auch. Wie hast du die Motivation dazu? Es kommt natürlich, wenn ich irgendwas sehe, ist eine Story, irgendwas. Später meine Familie auch immer sagt, ey, du hast die besten Momente eingefangen. Oh, und das ist beautiful. Genau, also wie kriegst du das überhaupt hin? So, es gibt so manche Sachen, die zum Beispiel passieren. Und dann hast du einfach ein Stück Video davon. Das kannst du dann dir nochmal anschauen, das ist eine Story. Und ja, also das war schon immer so meine Leidenschaft. Irgendwann habe ich dann gemerkt, hey, das kann man studieren. Mein Vater meinte, hey, das kannst du studieren. Was hast du studiert? Kommunikationsdesign. Okay. 10 Semester lang, während ich aber gleichzeitig halt andere Sachen gemacht habe. Genau, wie wir haben zusammen mit meiner Schwester, Dann wollte ich auch gleich eingehen, aber du red einfach. Ich hau mal einfach raus. Du nimmst dir die Arbeit ab, red einfach so. Erzähl, du deine Schwester, ja, das ist mein nächster Punkt gewesen. Aber erzähl, komm. Wir haben eine Marke großgezogen, eine Fashion-Marke, Modest Fashion. Und da geht es ja auch meistens auf folgende Mode, wie die Mode kommuniziert. Krasse Fashion-Kampagnen, krasse Filmkampagnen. Die hast du alle gemacht, richtig? Wir haben daran gelernt. Also wir haben angefangen so, okay, wer macht das für uns? Niemand macht das für uns, wir müssen das selber machen. Irgendwann hatten wir riesige Teams von Frauen, die zusammenarbeiten und solche Kampagnen genau machen. Und das hat uns dann natürlich irgendwann bekannter gemacht, ohne dass wir überhaupt darauf geachtet haben. Für uns war es einfach die Mode, die gemacht wird, ist geil. Da muss einfach was gemacht werden, was dazu passt, weißt du? Und da, wenn das niemand anderes macht, machen wir das selbst. Okay. Und das war immer die Motivation. So was kannst du selber machen. Also das war so wirklich so aus einer Leidenschaft heraus, nicht so zwischen, okay, heute, ja, ich will jetzt der nächste Influencer werden oder ich will jetzt die nächste große, keine Ahnung, Grafikdesigner, aber große Videograf oder was auch immer werden, sondern es war wirklich so dieses, ey, wir haben hier die Mode und meine Pet, okay, du kannst Design, ich bin gut in Film, Fotografie, whatever und lass uns da zusammenkommen und das zusammen kreieren. So in der Richtung war das genau, dann. Genau, das Besondere damals war, ist, dass es davon einfach... Das heißt damals ganz kurz? Damals kannst du sagen, so 2013, 2014... Oh, das waren so ganz Anfangszeiten, gar nicht wie es heute ist. Genau, so Influencer, da gab es vielleicht zwei, aber es war gar kein Name, man hat Blogger noch gesagt, weißt du. Also es ging aber auch gar nicht darum, schnell, groß irgendwas zu machen, es ging darum, das Projekt und das Projekt gut zu machen. Mhm. Es gab gar nicht so rechts und links gucken, wie schnell schaffe ich das, schnell war gar nicht auf dem Schirm. So, weißt du, ich sehe heutzutage alle machen...
irgendwas, weil sie so schnell wie möglich irgendwas erreichen wollen. So. Das heißt, du würdest auch sagen, so, okay, überleg dir erst, ob ich unterbreche und vergesse meinen Gedanken, aber du sagst auch so, okay, überleg dir, was du machen willst und geh dir mit deinem ganzen Herz rein. Wäre das dein Ratschlag jetzt in der heutigen Zeit? Erstens, geh mit deinem ganzen Herzen rein, aber gleichzeitig vergiss das Wort schnell. Okay. Weißt du, wie kann ich so schnell wie möglich das und das erreichen? Das gibt's nicht. Das, Dankeschön. Wirklich, der schnellste Weg, irgendwie nichts zu erreichen, ist zu sagen, ich will ganz schnell was erreichen. Okay. Vor allem, man sieht, die ganze, vor allem jetzt Entrepreneurszene. Ja. Du sprichst mit Boss Babes, das heißt Leute, die was aufbauen. Die Entrepreneurszene auf Instagram ist einfach nur, das habe ich mir leisten können, jetzt bin ich da. Jet, okay. Fettes Auto. Ich bin da nicht drin, du kennst dich da besser aus, so deswegen kannst du es auch besser beurteilen. Und das ist alles fake und yeah. Falsch. Schau dir mal die echten Entrepreneurs an. Weißt du, okay. Da interessiert, die Meilensteine ist, was du mit deinem Unternehmen aufbaust, nicht was du dir dadurch leistest. Weißt du, wenn du dir einfach irgendwas kaufen willst, arbeite einfach nur mit einem Job, du kannst dir das, weißt du, ich meine? Also falsche Mindset. Genau, das Mindset, Mindset ist so schief und deshalb sage ich auch damals was anders, weil für uns war es einfach, wir machen ein Projekt, wir wissen, dass wir was aufbauen. Da wurde nicht rechts oder links geguckt, sondern einfach nur, hey, ich baue gerade was aus, ich gucke immer nur auf das, was ich gerade mache und auf die Zukunft. Verstehst du, was du meinst? Ja. Also was würdest du jetzt jungen Mädels oder jungen Frauen raten, wenn du sagst, okay, ey, du willst auch Entrepreneur in die Richtung so reingehen, wie du gerade gesagt hast. Was sind so deine drei Keys, wo du sagen würdest, okay, achte da drauf oder das habe ich vielleicht falsch gemacht oder ich habe mich von anderen Leuten beeinflussen lassen, ablenken lassen oder whatever the case may be, wo du sagen würdest, okay, das sind die drei Nuggets, wo ich sagen würde, mit denen stehe ich heute noch hardcore. Oder wo ich sagen würde, nicht schnell war einmal gerade eben. Ganz, ganz wichtig ist, dass du Patience hast. Einfach also wirklich, wirklich. Habe ich nicht, aber tausend Dank, dass du es gerade nochmal sagst. Patience, also das muss man sich antrainieren. Also wenn du nicht in der Lage bist, dass du einfach warten kannst, dass du sagst, okay, es gibt Dinge, die brauchen Zeit und dass ich mir bewusst diese Ziele so setze, dass ich lange warten darauf. Was sagt man Patience auf Deutsch? Geduld. Alles gut. Ich hatte auch mal Englisch. Deswegen mach diese Deutsch Englisch wieder. Ich hätte es auch sauber gesagt. Ohne Witz, ne? Mein Deutsch. Ich hatte leistungsgute Deutsche Abitur, ja? Noch weg. Same. Wie gesagt, also Nummer 1, wirklich. Sei geduldig. Nummer 2, vergleich dich nicht mit niemandem sonst. Schwänze aus Social Media Welt. Genau, das ist schwer. Und wenn es dir schwerfällt, dass du dich mit anderen Leuten vergleichst, entfolge denen. Wirklich, entfolge den. Okay, entabonniere ihren Feed. Weißt du, wie viele Leute haben gerade eben diese ausgeschaltet mit diesem Video und die waren diese Nope-Klinger. Mute ihre Story. Wenn du nicht in dem Mindset bist, dass du das verkraftest, dass du sagst, oh, warum die, warum nicht ich, dann guck dir das nicht an. Ganz einfach. Wirklich, also vergleich dich mit niemandem, sei geduldig und das Dritte, sei stark genug, um nach Hilfe zu fragen. Oh mein Gott! So 5 Minuten Interview und ich bin schon so amazed. Okay, definiere ein bisschen, ich weiß, was du damit meinst, aber die anderen, was meinst du damit, sei stark genug, um nach Hilfe zu fragen? Wir, starke Frauen, denken, dass wir stark sind, wenn wir alles alleine machen. Und das ist unsere größte Schwäche. I love you! Das ist definitiv unsere größte Schwäche. Und das ist das, was uns so zu unglücklichen, einsamen, engstirnigen Personen macht, die denken, dass keiner versteht mich und was auch immer. Das stimmt nicht, weißt du? Weil du bist das Problem in dem Sinne. So. Genau. Weil keiner kann dir helfen, wenn du nach Hilfe fragst. Genau. So. Und ganz meistens können wir uns nicht mal eingestehen, dass wir für einige Sachen Hilfe brauchen. Mhm. Und das, weißt du, und es ist die größte Stärke zu sagen, darin bin ich nicht gut genug. Warum? Du musst nicht in allem gut sein. Es ist viel schlauer, nur die Sachen zu machen oder vor allem auch die Sachen zu zählen, in denen du sowieso super gut bist, weißt du? Das heißt, würdest du auch sagen, dass du, okay, die Sachen, die du schon, sag ich so, von Gott gegeben, von keine Ahnung was gegeben hast, dass du die weiter utilizest und darin wächst und dich weiterentwickelst und die Sachen, in denen du nicht so gut bist, versuchst wenn du es kannst, abzugeben? Definitiv. Also abgeben und vor allem auch zu sagen, guck mal, warum sollte ich so viel Zeit investieren, irgendwas mir beizubringen, wenn ich viel mehr, also da kommt der Entrepreneurs hier raus. Genau. Ist so, weil ganz ehrlich, warum gibt es Teams? Warum funktionieren Teams jetzt? Vor allem, wenn man sagt, nein, ich muss alles alleine machen oder alles auch alleine entscheiden, du kannst nicht wachsen, weil du kannst nicht alles machen und gleichzeitig alles haben. Das ist auch Oprah hat das gesagt und daran glaube ich auch so sehr. Yeah. You can't have everything and do it all at the same time. Yeah.
Deswegen, vor allem auch schlecht, auch wenn du so ein Business hast, du kannst nicht die Person, die dein Business grow und dein Business maintain, oder? Nein, also oder? Du kannst. Fragst du jetzt so? Du bist, egal, wenn du zwei Sachen gleichzeitig machst, bist du 50% hier, 50% hier. Du kannst nicht beides 100% machen. Und das gilt für alles. Für alles im Leben, wirklich für alles im Leben. Kurze Frage, war es auch der Grund, warum du ein Dropout bist? Also ja, in der Uni? Genau. Wenn du diese Peace out, ist okay, das war reicht jetzt. Genau. Und ich sage das auch nicht mit Stolz oder ich sage, hey Leute, dropped out oder Uni. Das mache ich gar nicht, weil ich weiß, wenn man was anfängt, ich weiß zum Beispiel, du studierst und bitte mach weiter. I try. Nee, weil ich denke mir auch, ich denke oft darüber nach, den Abschluss doch noch fertig zu machen. Warum? Also einfach, weil ich denke, du hast eine Sache angefangen, erstens. Hör nicht einfach in der Mitte auf, es sind 10 Semester, die sollte man nicht wegschmeißen. Gleichzeitig, ich mag das, was ich gelernt habe und egal, was man auch sagt, ich meine, ich als Entrepreneur brauchst den Abschluss nicht, wenn man dein Portfolio hat, brauchst den Abschluss nicht und so weiter und so fort. Aber umso älter ich werde, umso mehr Leute ich treffe, umso mehr ich reise, sehe ich das so auch alleine der Abschluss als hier, das habe ich fertig gemacht in Deutschland, was auch wichtig ist. Mhm. Ich bin oft im Ausland, ich bin oft in Algerien und da wird einfach auf Deutschland geguckt, so mein Gott, alle Leute würden sich wünschen, einfach mal nach Deutschland zu kommen zum Studieren und du hast die Möglichkeit und hättest die Möglichkeit, einen Abschluss zu haben. Also, wäre auch nice, ne? Das heißt also, auch die ganz kurz die Erfahrung, dass du in Algerien bist, humbelt dich so, dass du sagst so, ey, okay, was für Möglichkeiten ich auch hier habe in Deutschland, ja. die wir vielleicht alle so voll selbstverständlich sehen, so diese, ach, Uni, okay. 100%. Okay. 100% ist, ich bin im letzten Jahr vor allem viel gereist, ich war in der Niederlande und in Istanbul und ich dachte, oh, Deutschland ist mir zu kalt und Deutschland ist mir auch so von den Menschen zu kalt und ach, alles nur auf Arbeit und auf Erfolg. Jetzt, vor allem jetzt, wo ich regelmäßig in Algerien bin, ich freue mich so sehr wieder in Deutschland zu sein. Ich liebe es, in Algerien zu sein, aber ich freue mich genauso, ich schätze, dass es draußen ordentlich ist. Ich schätze, dass Leute pünktlich sind. Ich schätze, wenn jemand 5 Minuten zu spät kommt, anruft und es dir sagt und nicht davon ausgeht, eine Stunde später immer noch anrufen zu können und zu sagen, ich komme noch in einer Stunde und das normal. Also das sind so Sachen, die wir in Deutschland haben und die haben wir gut. Warum? Weil du kommst auch voran. Ja. Viele Sachen blockieren dich, also vor allem wenn Leute, Zeit ist so wichtig, weil Wenn zwei Leute was abmachen, zum Beispiel, das sind 2-3 Stunden, die Leute sagen, das ist normal, dass man sich verspätet um 2-3 Stunden. Was machst du denn den ganzen Tag? Ey, 2-3 Stunden, das sagt die ganze Zeit, ey, ich bin sauer, ne? Natürlich. Ich habe auch gesagt, ich werde mich nicht verändern. Das ist eine Sache, bei der ich mich nicht verändern werde. Ich werde dir auch sagen, hi, ich habe gerade meinen Tag damit versimmelt, auf dich zu warten. 2 Stunden, weißt du, wie viel das sind? 2 Stunden, ich hätte was anderes. Ich fange ja nichts an, wenn ich denke, ich gehe gleich los. Weißt du, ich meine, ich habe gleich was anderes. Also das sind so Sachen. Aber wenn wir zurückkommen zum Punkt, ob man alles machen kann und alles haben kann, nein. Wir haben, als wir angefangen haben, eine Modemarke aufzuziehen, heißt es, es gab Shows, es gab Shootings, es gab Pop-Up-Stores, es gab Events. Hast du auch alles gemacht? Ja, natürlich. Wir haben das immer zu zweit gemacht. Das heißt, wenn es dann ein Event gab in London oder in Dubai, sind wir losgereist. Hat sie gehört, in London und Dubai. Das bedeutet aber gleichzeitig, wenn da gerade Prüfungsphase ist, bin ich nicht da. Weißt du? Das heißt, du machst das ganze Semester lang einen Kurs, dann ist wieder Prüfungsphase, du bist nicht da. Wow. Oder du hast dann wieder, keine Ahnung, Abwesenheit, dann hast du wieder den Kurs. Das heißt, du schaffst dann mal 1-2 Kurse alle paar Semester, das ist so langsam und dann gehst du hin und du hast dein Leben, weil du dann wieder, du bist dann, verstehst du? Es ist nicht einfach und ich will auch nicht sagen, dass es mich glücklicher gemacht hat. Also meine unglücklichste Zeit ever habe ich damit verbracht, beides zu machen. So. Genau, auszubalancieren. Das sind auch Misserfolge, von denen man lernen kann. Also für mich ist es kein Misserfolg, zu sagen, Gott, das ist jetzt voller Fail, ich hasse jetzt alles, aber nein, davon kann man lernen. Und dann habe ich das mal wirklich verstanden, was es bedeutet, dass du nicht alles machen kannst. Okay, dann was würdest du dann jemandem raten, der so gerade dabei ist, so im Struggle, okay, zum Beispiel jetzt sagst du wie ich, mache jetzt hier YouTube und dann noch Uni oder will auch was anderes aufbauen nebenbei. Was würdest du solchen Girls raten? Weil ich glaube, draußen gibt es viele Mädels, die auch so im Struggle sind, zu gucken, eigentlich will ich das machen, aber ich bin daran gezwungen, das hier zu machen. Ja. Und wie kriege ich da die Balance hin, beziehungsweise wann ist der Punkt für dich gewesen, zu sagen, okay, ey, jetzt reicht's, jetzt kann ich auch wirklich nicht mehr. Und würdest du auch sagen, hättest du den Punkt auch früher schon gewählt? Dass du gesagt hast, okay, hätte ich mal schon vor einem Jahr gesagt, okay, ich höre auf mit der Uni. Ich glaube, der Fehler oder der Denkfehler, den ich gemacht habe und den ich sehe bei vielen Leuten, die dann auch gezwungen sind, aufzuhören mit Uni, ist, dass sie ungeduldig sind. Und deshalb sage ich, Geduld ist ganz wichtig, weil ich habe mir das jetzt antrainiert, hatte ich aber damals nicht, weil man sich denkt, das sind meine Ziele und ich will ich alle auch alle auf einmal erleben. Genau, ich will alles erreichen. Wobei,
Uni gibt dir die Möglichkeit, wie dir jetzt, das ist eine Top-Möglichkeit, dass du dich selbst finden kannst, dass du gerade die Verantwortung nur dafür tragen musst, dass du deine Uni machst. Das heißt, du kannst dann deine Freizeit so auswählen, dass sie passt zu dir, weil das ist immer noch dein erstes Ziel, du musst Prioritäten setzen. Dein erstes Ziel ist, deine Uni fertig zu machen, gleichzeitig, was kannst du machen? Du kannst dich ausprobieren mit deinem YouTube-Channel, du bist nicht gezwungen, gleich damit Geld zu verdienen, du bist nicht du kannst machen, was du möchtest, du kannst dich kreativ austoben, das sind alles Möglichkeiten, die du hast als Student. Weißt du? Ja, die hast nicht in, ja, okay. Genau, die hast du nicht, wenn du arbeitest und wenn du entweder arbeiten musst oder, weißt du, oder studierst, vor allem, was zum Beispiel für mich auch ein Problem war, ich habe dann angefangen, meinen YouTube-Channel zu machen, aber wir haben dann die Firma groß gegründet mit Investoren und Co. Das heißt, wenn... Der YouTube-Channel war dann auch... Genau, und dann wenn du dann YouTube-Videos machst, machst du das mit einem schlechten Gewissen, weil eigentlich müsstest du deine ganze Energie gerade in die Firma stecken. Das heißt, es gibt viele Situationen, wenn du dann, keine Ahnung, wenn du Mom bist, wirst du auch oft denken, oh Gott, ich müsste eigentlich meine Kinder da... Weißt du, das heißt, als Student und wenn du gerade nur die Verantwortung hast, so studieren... Für dich gerade nur. Das ist eine Top-Möglichkeit für jeden Entrepreneur, für jeder, der ein Projekt aufmachen will, jeder, der irgendwie einen YouTube-Channel aufmachen möchte, dass man sich ausdrucken kann und sagen kann, okay, aber sei dir bewusst, dass du eben nicht 40, 50 Stunden die Woche verarbeiten kannst, vielleicht nur 20 oder 30, aber dann arbeite auch 20 oder 30 Stunden. Okay. Also das heißt, auch wenn ich mir jetzt überlegt habe, was ich machen will, dann wirklich auch meine 100% darauf geben und auch das richtig durchziehen? Ja, aber du musst dann auch wissen, ich kann 100%ig 20 Stunden die Woche machen, nicht 60. Verstehst du? Das ist okay, ich verstehe. Das heißt, ich muss auch nicht unbedingt nicht so viel Zeit, das ist jetzt das falsche Wort. Du musst wissen, wenn das 70% meiner Woche ist, ist Studium und 30% ist mein YouTube. Wie viel kann ich denn realistisch machen? Ja. Kann ich ein Video, zwei Videos die Woche machen und dann mache ich die. Weißt du, dann machst du die sinnvoll, kann ich dann meine ganzen anderen Kanäle dadurch immer noch pflegen, kann ich regelmäßig posten, kann ich das und das machen, kann ich das machen. Sobald du das Gefühl hast, dass das eine zu viel wegnimmt vom anderen und manchmal kommt man halt aus der Balance raus, musst du halt ehrlich genug zu dir sein, zu sagen, hey, das kann ich immer noch machen, weißt du? Ja. Und vor allem, ich meine, es macht dich auch disziplinierter. Vor allem... Soll ich mich gerade fragen, Disziplin? Wie machst du Disziplin? Also... Oder wie? Disziplin ist eigentlich das A und O, wenn du Entrepreneur bist. Also da ist A und O, weil du hast niemanden, der dir sagt, mach das. Keiner sagt dir, mach deine YouTube-Videos, weißt du? Keiner sagt dir, mach dieses Projekt, schreib diese E-Mail, weißt du, kontaktiere diese Person. Keiner sagt das. Das heißt, du musst diszipliniert genug sein, dein Zeug zu machen. Gleichzeitig musst du aber auch diszipliniert genug sein, Pausen einzulegen. Wie schaffst du die Balance zwischen, weil so wie ich dich kennengelernt habe, du warst ein Workaholic, du bist noch ein Workaholic? Oder hast du eine Balance gefunden? Ich bin ein schlauerer Workaholic. Okay, wie schaffst du das dann? Aber okay, du hast jetzt keine Kinder, du bist jung, du hast jetzt in dem Sinne keine weiteren Verpflichtungen außer die selber. Aber wie schaffst du es trotzdem zu sagen, okay, slow down? Ganz kurz, ihr wisst es nicht, aber sie hat mal erzählt, dass sie ein Video 14 Stunden, waren es 14 Stunden? Ja. Ja, 14 Stunden durchgeschnitten hat, wo ich mir auch denke, wow, das ist krass, ich habe kein normaler Mensch so. Nee, wie schaffst du da deine Pausen da reinzubekommen? Also die Balance zu finden, dieses okay zwischen Arbeiten und dann auch dein Leben normal. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man ehrlich ist zu sich selbst. Also wenn ich mich hinsetze und sage, ich schneide jetzt ein Video 14 Stunden lang, ist mir bewusst, dass ich gerade meinem Körper nichts Gutes tue, dass ich mich nicht bewege und bin ich ehrlich zu mir selbst und sage, nö, das ist schon okay, weißt du? Wir müssen ehrlich zu uns sein, wir müssen ehrlich auf unseren Körper hören. Was ich jetzt gemacht habe, ich gehe 6-mal die Woche trainieren. Das bedeutet, das ist mir heilig. Wow. Ich gehe jetzt gleich nach dem Video trainieren. Wow. Das ist mir heilig. Also das ist mir ganz wichtig. Das habe ich auch in Algerien gemacht. Ich habe mich jetzt dort auch im Gym angemeldet, weil ich bin das erste Mal hingegangen, 3 Wochen. Ich so, okay, alles klar, ich muss jetzt erstmal, ich habe 2 neue Kunden, die ich jetzt berate Richtung Marketing. Da habe ich gesagt, okay, ich stecke jetzt alles in Arbeit rein. Und man kommt aus der Balance raus. Ich bin so ungesund, ich habe so ungesund gelebt. Wirklich nur, du hast einen Fahrer, das heißt, du setzt dich ins Auto morgens, du setzt dich dann ins Büro, dann gehst du wieder, setzt dich wieder ins Auto, fährst wieder nach Hause. Und dann denkst du, ich habe ja noch andere Sachen, die ich mache. Also gehst du nochmal an dein Laptop, setzt dich wieder hin. Nichts gemacht. Ich bin zurückgekommen nach 3 Wochen nach Deutschland. Ich war schockiert. Ich so, oh mein Gott, was ist passiert in meinem Leben? Was passiert in meinem Körper? Ich hab dann fängst du an, die Arbeit zu hassen und dann keine Ahnung, weißt du gar nicht, mache ich alles richtig oder nicht. Jetzt bin ich nochmal für 3 Wochen hingegangen. Allererste, okay, ich melde mich in einem Gym an, weißt du? Und okay, wie oft kann ich da hingehen? Ich schaue, dass ich mich bewege, ich schaue, dass ich mich gesund ernähre. Ich achte auf mich selber und wenn es mich
2 Stunden kostet, zu einzukaufen und zu kochen, weiß ich, dass ich was mache. Was das ist wichtig für dich. Genau. Weil am Ende hast du die Quittung dafür. Genau. Ja. Genau. Und ich bin jemand, ich würde die 2 Stunden lieber arbeiten. Ich weiß es auch. Ich würde einfach lieber arbeiten für dich. Wow. Nein, ich finde das voll schön, weil ich sag mal ganz ehrlich, man trifft ja nicht oft Leute, die es lieben zu arbeiten. Die meisten, der Autonomalverbraucher, hasst seine Arbeit. Man kann schon sagen, oder? Ja, die meisten Leute ihre Arbeit hassen, aber wenn du... Ich orientiere mich halt an Zielen und wenn du okay. ein Ziel hast, ich glaube, es ist genauso... Was heißt, du orientierst dich an Zielen? Das ist genauso, wenn du ins Fitnessstudio gehst, mhm. okay, und du hast ein Ziel, wie dein Körper auszusehen hat, wie du dich fühlen möchtest und so weiter und so fort. Die meisten Leute sagen, ich hasse Sport. Mhm. Wenn du aber an deinen Zielen arbeitest und du fängst an, Resultate zu sehen... Und dann bist du hungrig, das ist gut gelenkt. Okay, das weitermachen. Genau, ja. Das ist genau das Gleiche. Das ist genau das Okay, krass. Aber das würdest du auch sagen, okay, wie, andere Frage, ich stelle die Frage anders. Du sagst, um seine Arbeit wirklich zu mögen, sollte man das tun, was man liebt, oder? Ich denke... Oder was man... Ich denke, irgendwo muss man in sich gehen und schauen, wo liegen meine echten Talente. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass jeder Unternehmer sein sollte. Ich glaube nicht, dass jeder Unternehmer sein sollte. Aber, guck mal, alleine hier dieses Set aufzubauen, und das ganze Zeug mitzubringen und dich damit auseinanderzusetzen, was du alles brauchst an Tech, da musst du erstmal, das ist eine Hürde, die du überwinden musst, da rein zu investieren, dann zu sagen, nee, es ist mir egal, ich 30 Minuten oder wieder, wir haben fast eine Stunde hier aufgebaut. Ja. Und das ist dir egal, weil du hast dein Resultat schon im Kopf, du bist fokussiert. Das hat nicht jeder und das muss auch nicht jeder haben. Das sind so Sachen, die, wenn wir zum Beispiel auf Thema Depression kommen, das Isolieren ist das Allerschlimmste, was man da machen kann. Weil man denkt, mich versteht eh keiner oder mein Lebensweg, den ich ausgesucht habe, mit dem kann sich eh keiner identifizieren und dann zieht man sich ja nur noch mehr und mehr. Danke für diese Worte gerade. Nein, wirklich, danke dafür gerade. Und glaub mir, wenn man dann nicht durchgegangen ist, dadurch versteht man das gar nicht. Man kann gar nicht nachvollziehen, was das bedeutet. Aber sobald, wenn man da darüber hinwegkommen kann, ich meine, Girl, jeder, der sich da rausziehen kann, der... So gut ab, so, ja. Ich schwöre. Weil es ist echt ein darker Place, Leute, ihr wisst selber, mir heulen vor Kamera. Ich habe dein Video gesehen, ich habe ihr Video gesehen, ich konnte mich gut damit identifizieren. Ja. Und dann fängt man an zu reflektieren, so, was habe ich eigentlich falsch gemacht? Einige Sachen, die hat man halt falsch gemacht. Ich meine, irgendwas, wenn man aus der Balance gerät, irgendwo ist man ja ist irgendwas passiert. Ich meine, solche Sachen passieren nicht einfach so. Und viel hat damit zu tun, dass man sich eben isoliert. Und das Isolieren kommt auch davon, wenn man allein als Entrepreneur bist du halt in einem eigenen, bist halt in einem Genau, das versteht keiner. Warum arbeitest du nachts? Warum arbeitest du am Wochenende? Warum andere Leute gehen ihren Job erledigen, wenn sie zu Hause sind? Wenn sie zu Hause sind. Und du machst einfach noch andere Sachen. Dein Gehirn rennt ganz wie eine Autobahn. Genau. Und dann, du siehst dann kleine Erfolge. Was auch ganz, ganz schlimm ist in unserer Zeit, sind Meilensteine. Mhm. Ich bin ein Hasser geworden von Meilensteinen und Meilensteinen posten. Dieses, ich habe jetzt das erreicht und jetzt das erreicht und jetzt das erreicht. Weil dir persönlich... baust du Expectations auf, dass das nächste immer noch größer sein muss. Ja, und irgendwann bist du exhausted einfach, weil das Ding ist, an irgendeinem Zeitpunkt, du kannst nicht mehr, also... Es ist ein Kreislauf, ja. Das ist mal gut, mal weniger gut, mal wieder gut, mal wieder... Es ist nicht einfach so eine Linie geradeaus, das Leben sieht nicht so aus. Ja. Weder das Leben noch ein Leben als Unternehmer noch ein Unternehmen aufzubauen, sieht genauso aus. Du hast gute Zeiten und schlechte Zeiten, beides gehört zu den Zeiten eines Unternehmens. Man kann aber nur die guten Zeiten zeigen. Ja, was Social Media. Social Media, genau, was gerade so ist. Genau, oder wir erwarten, das ist nicht, es hat auch eigentlich gar nicht so viel nur mit Social Media zu tun, das sind wir Menschen. Menschen, ja. Wenn Leute dich fragen, wie geht's dir, mir geht's gut, wie läuft das Unternehmen, alles super. Aber ich denke, dazu gehört auch sehr, sehr viel Stärke zu sagen, so, ey, im Moment, wir sind gerade nicht, wir haben keine guten Zahlen, wir sind gerade im Minus oder wir müssen gucken, okay, vielleicht müssen wir sogar auch ein, zwei Leute entlassen oder was auch immer oder müssen umstrukturieren oder im Unternehmen und so weiter. Das hat auch ganz viel mit Bescheidenheit zu tun, mit dazu sagen, ja, ich bin halt nur ein Mensch und ich bin auch, egal wie gut ich versuchen kann, was zu erreichen, kann es mal sein, dass ich eben auch Fehler mache und dass man auch
genau humble genug ist, mal Fehler einzusehen. Aber sich auch davon nicht zu verbrechen in den Fehlern. Genau. So, weil ich denke, man ganz schnell in diesen Dingen, vor allem in diesem Hustle drin ist, okay, Meilenstein, Meilenstein, Meilenstein. Und wenn dann irgendwas kommt, was einbricht, dass es dann direkt dieses ist, so, oh mein Gott, nein, das habe ich jetzt falsch gemacht. Und man fokussiert sich so schnell auf dieses Negative. So zum Beispiel, wenn ich jetzt weiß, okay, ein Video ist gefloppt von Views her. Mhm. Und dann denke ich mir so, ah, oh, was habe ich falsch gemacht? War der Text nicht richtig? War der Titel nicht richtig? War das nicht catchy genug und so? Aber nee, mein Video läuft nicht, das ist doch nicht schlimm, so ist genau. Und dann das nächste Video läuft wieder gut. Genau, so. Genau. So, und das ist halt, glaube ich, auch so, was man lernen muss. Und vor allem die Views oder die Resonanz ist eigentlich nicht das Ziel. Ja, das Ziel ist, dass du die Videos machst. Das soll das Ziel sein, der Prozess, dass du dich aufbaust, ist das Ziel. Nicht, wenn du diese kleinen Ziele oder diese Ziele, die man so mit Zahlen festmachen kann und über die du überhaupt gar keinen Einfluss haben kannst, weißt du? Du kannst das beste Video machen und keiner guckt es an. Weißt du, geht es dir dann schlecht? Soll es dir nicht gut gehen, dass du das beste Video gemacht hast? Weißt du? Das sind so. Aber das ist gerade, du sprichst gerade zu mir, das berührt mich gerade so selber vor so im Herzen. So, okay, jetzt weiß ich schon umzugehen. Wenn mein Video aufflogt. Es ist ganz wichtig, die Perspektive anzupassen. Ja. Es geht wirklich nur darum. Weil es geht ja am Ende darum, dass du etwas geschaffen hast, worauf du stolz bist. So, ob die Außenwelt es sieht oder nicht, ist eine andere Sache und ist ja eigentlich im Prinzip egal, sondern der Schaffungsprozess, den du gemacht hast, beziehungsweise das Ergebnis, was oder deine Intention dahinter. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, mit dieser Boss Babe-Serie, mir ist es wichtig, okay, nach jedem Video schreiben Girls, danke, ich konnte mich so damit identifizieren oder ich konnte mich identifizieren. Und das ist das, wo ich sage, okay, das ist das, was ich erreichen will, so, das, was andere Leute raus zurückgeben kann. So, ne? Und das hat mir Maya Angelou gesagt, so, dass deine Legacy eigentlich nicht das ist, was du hast, sondern die Menschenleben, die du berührt hast. So. Und ich denke, dass das auch ein Motto ist, was ich mir selber jetzt auch 2020 auch mehr zu Herzen nehme, weil wie du schon gesagt hast, man, vor allem als jünger Mensch, man verliert sich sehr, sehr schnell in Meilenstein und in Social Media und in was alle anderen tun und du denkst dir so, okay, warum kann die das, das und das und ich bin aber noch hier. So. Genau, das ist sehr, sehr wichtig. Wenn wir auf das Thema zurückkommen, dass man zurückgibt, eine Sache, die ich angefangen habe zu machen, ist Meetups, vor allem in Algerien zu machen, von Mädels, die mir folgen. Und das ist so herzenserwärmend, das zu sehen. Vor allem, das sind so schlaue Mädels, das sind Mädels, die wirklich auch jung sind, aber so viel Ambition haben, vielleicht aber gar nicht wissen, weißt du, die brauchen dann manchmal das solche Gespräche, die sagen, wie soll ich das machen, wie soll ich das anfangen, ich verliere mich da vielleicht drin oder ich schaue zu dir herauf, dann, weißt du, komm manchmal von so weit weg, wo ich dir denke, so, oh mein Gott, weißt du, so, oh mein Gott, weißt du, dass du da bist, oh, das ist so, beautiful, yeah. Und dann, tell me, how can I help you, like, tell me, how can I give you value, weil wirklich das Einzige, was auch auf Social Media Wert hat und ich glaube, wir müssen unsere Perspektive allgemein auch anpassen, was wir auf Social Media machen. Solange wir Leuten Wert geben und was geben, bekommen wir erst was zurück, was auch sinnvoll ist. Mhm. Verstehst du? Mhm. Deshalb solche Sachen wie diese Serie zum Beispiel, du gibst andere Leute oder das, was die ganze Zeit so die Kultur bestimmt hat, war, guck mich an, gib mir was, schau mal das an, kauf das von mir. Oder der einzige Wert, den ich dir gebe, ist, dass du mich angucken kannst und mein tolles Leben. Was habe ich davon? Was hast du davon? Ja. Also Leute, die sich dann unglücklicher fühlen und kleine Mädels, die sich dann nicht mehr mit, weißt du, sich damit eh nicht identifizieren können, außer dass sie dann anfangen, Fillers, das, weißt du. Auf jeden Fall tausend Dank, dass ich bei dir war, dass du hier warst, aber ich bin ja bei dir hier, sag ich jetzt mal so. Tausend Dank, dass du dabei warst, tausend Dank für den ganzen Nuggets, dass du so viel geredet hast, dass es so wirklich so natürlich geflowt ist. Und wie gesagt, Leute, ich lasse ihre Kontaktdaten, blende ich hier ein in Social Media, beziehungsweise lasse alle Sachen von ihr unten in der Infobox. Ich denke, weil ich weiß ganz genau, weil ich habe ein, zwei Leute gezeigt, mit wem ich drehen werde und die sehr gut relaten können, sie können sein, dass du ein paar Nachrichten bekommen wirst. So. Ja, also, wollte ich gerade sagen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, oder generell auch im Tag und Social Media und Marketing, sie ist da wirklich eine Ansprechpartnerin, könnt ihr gerne schreiben. Wie gesagt, Sachen sind alle unten. Und willst du noch was sagen? Abschlusswort? Dankeschön. Ich find dein Format super, ich finde dein YouTube-Kanal super. Ich würde echt mir von Herzen wünschen, dass du weitermachst und dir Klickzahlen egal sind. Ja. Wirklich einfach, du gibst Value und das ist das Wichtigste, dass du das machst, um Value zu geben. Let me hug you right now. Gotta hug you. Girl, she's the girl. Dein Account ist, genau das brauchen wir. Genau sie brauchen wir. Alles klar, dann bis zum nächsten Episode und bis dann. Ciao.